Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Er wollte Thomas Schmidt, der bekanntlich mehrere ÖVPler, sowohl ehemalige Spitzenfunktionäre als noch amtierende Spitzenfunktionäre der Partei, als Lügner entlarven, hat er gesagt. Die Rede ist von ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger im U-Ausschuss. Und dann, Guten Abend. Und dann ist Thomas Schmidt zwar erschienen, hat aber nichts gesagt. Aber wir haben ihn trotzdem als Lügner entlarven können, weil wir ganz einfach gegensätzliche Aussagen haben. Wir haben seine Aussage im Vernehmungsprotokoll, wo er zum Beispiel den Präsidenten Sobotka sehr stark belastet. Wir haben aber auf der anderen Seite eine Stellungnahme des Finanzministeriums, dass dieser Vorhalt gar nicht möglich ist, weil gar keine Steuerprüfung geplant war. Also es war gar nicht notwendig, ihn zu befragen. Er ist ganz eindeutig, ich formuliere es vorsichtiger, er hat ganz eindeutig zumindest in mehreren Kursen ganz sicher die Unwahrheit gesagt. Sie gleichzeitig ermittelt natürlich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft weiter. Und da haben sich viele gewundert. Vier Parteien haben den Ansinnen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zugestimmt, dass er nur, wenn er denn was gesagt hätte, nur zu den Themen, die bereits de facto in den Akten Ihnen vorliegen, befragt werden dürfe, aber nicht in anderen Themenbereichen, die die Ermittlungen gefährden würden. Da haben eben vier Parteien zugestimmt, die ÖVP hatte nicht zugestimmt. Jetzt sagen die anderen Parteien, sie haben versucht herauszufinden, gegen wen in der ÖVP worüber noch ermittelt werden könnten. Macht das einen schlanken Fuß? Also dieses Argument ist ja geradezu skurril. Wir haben deshalb nicht zugestimmt, weil wir uns das Kontrollrecht und das Fragerecht des Parlaments, ich bin Parlamentarier und meine Aufgabe ist es, die Exekutive und damit auch die Staatsanwaltschaften zu kontrollieren, dieses Kontrollrecht lassen wir uns ganz einfach nicht nehmen. Wir haben einige Vorschläge gebracht, wie man diesen Konflikt auflösen kann. Wir haben zum Beispiel vorgeschlagen, der Thomas Schmidt soll einvernommen werden von der WKStA. Die geplanten Termine stehen ja fest und dass nach Abschluss der Einvernahme die Befragung durchgeführt werden soll. Übrigens, es passiert jetzt auch so. Da haben wir fast ein bisschen hellseherische Fähigkeiten gehabt. Oder wir haben auch vorgeschlagen, dass man eine geheime Befragung macht, die Unterlagen auch laut Informationsordnungsgesetz so liefert, dass einer streng. Aber wenn man ihnen nicht vertraut, wenn man fürchtet, aber die ÖVP ja, aber könnte bitte, das. Da unterstellt man mir ja ein Strafrecht. Nein, nicht ihnen, sondern der Partei. Nein, bei mir, weil ich bin ja der Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss. Das ist ja unglaublich, das ist eine Frechheit. Das weise ich wirklich strikt zurück. Und es war ja dann geradezu skurril, dass dann der Anwalt des Thomas Schmidt sich auf dieses Konsultationsverfahren bezogen hat. Deshalb hat er nicht ausgesagt. Genau. Es wurde ja die Befragung dann auf Basis des Konsultationsentwurfs gemacht, weil es diesen Antrag beim VfGH gibt. Von also, man muss dazu sagen, nachdem die ÖVP das abgelehnt hatte, das Ansinnen der Justiz, hat die Justizministerin eine Klage eingebracht beim Verfassungsgerichtshof, der das prüfen sollte, was jetzt befragt werden darf. Und da wäre das gestoppt worden, aber der Anwalt hat Ihnen offensichtlich nicht vertraut. Wobei, ich habe sogar medial angekündigt, was ich fragen werde. Ich wollte den Thomas Schmidt nur konfrontieren mit seiner Aussage zum Präsidenten Sobotka, hätte ihm dann gerne dieses E-Mail auf den Tisch gelegt aus dem Finanzministerium, Leiter Finanzamt Österreich, der klar festhält, dass zu diesem Zeitpunkt 13/14 nicht einmal eine Steuerprüfung geplant war und deshalb eine Intervention gar nicht möglich gewesen ist. Das wollte ich am Tisch legen, habe das sogar medial angekündigt davor und interessanterweise wollte die WKStA diese Fragen nicht zulassen, obwohl sie es in der Akteneinsicht öffentlich gemacht haben. Und das ist auch ein Aspekt, den ich vielleicht ansprechen darf. Die WKStA soll ermitteln, soll geheim ermitteln, um Ermittlungsergebnisse nicht zu gefährden. Wieso haben sie auf einmal eine Akteneinsicht gemacht? Sie hätten doch fertig ermitteln können, sie hätten die Einvernahme vom Schmidt fertig machen können und dann eine Akteneinsicht. Und das interessante Phänomen, diese Akteneinsicht wurde sogar per Presseaussendung bekannt gegeben. Es gibt eine Akteneinsicht in einem nicht öffentlichen Verfahren. Nachdem die Akten schon bekannt waren. Ja, weil sie vorher schon wie immer hinausgespielt worden sind. Aber das ist schon eine skurrile Situation in unserem Rechtsstaat. Also da gehört dringend was gemacht. Wir haben da mehrmals schon die Justizministerin aufgefordert, etwas zu tun. Die Aktionen, die Handlungen, ja, die fehlen uns leider. Aber das heißt, Sie verdächtigen die WKStA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, nach wie vor da irgendwie parteilich zu agieren? Ich verdächtige gar niemanden, sondern ich halte Fakten fest. Und die Fakten sind einmal so,
dass der Thomas Schmidt noch einige Tage einvernommen werden soll. Und ich kann nicht verstehen, wieso dann quasi schon eine Akteneinsicht gemacht worden ist. Ich halte das nur fest. Es kommt immer das Argument, naja, man wollte ja eine Zwangsmaßnahme, oder man musste eine Zwangsmaßnahme machen bei Benkö. Da halte ich dagegen, man hätte dies ja auch 14 Tage oder 3 Wochen später machen können. Da war nicht Gefahr in Verzug. Na, da hat ja niemand gewusst, wenn man das geheim halten will. Oder noch viel einfacher, wir haben 45 Verfahrensbeteiligte. Akteneinsicht, 45 Anwälte, vielleicht mal 2, sind es 90. Man könnte die Akte auch aufteilen. Man könnte die einzelnen Verfahren separat führen, das will man offensichtlich nicht. Man hat jetzt, glaube ich, schon auch ein Interesse, hier an die Öffentlichkeit zu gehen, Vorverurteilungen dann zu generieren. Wir sehen das beim Präsidenten Sobotka. Das löst sich in Luft auf mit der Aktenlage, die wir einfach haben. Und es wäre schön, wenn das auch zur Kenntnis genommen werden würde. Sie haben jetzt immer wieder den Wolfgang Sobotka genannt, wo wir natürlich nicht wissen, was es da alles noch geben könnte oder nicht geben könnte. Aber das ist Ihnen ein Anliegen, noch nahe, er ist ja auch Nationalratspräsident Ihrer Partei, das ist ein extrem hohes Amt. Wen Sie jetzt überhaupt nicht mehr erwähnt haben, ist Sebastian Kurz, der am stärksten belastet wird von Thomas Schmidt. Doch, wir haben uns auch auf diese Situation am gestrigen Tag sehr, sehr gut vorbereitet. Wir wollten auch den Thomas Schmidt mit der Aussage konfrontieren per Tonband, die er gemacht hat gegenüber dem Sebastian Kurz, wo er ja vehement abgestritten hat, dass hier der Sebastian Kurz involviert ist. Also auch mit dem hätte man konfrontiert. Wir haben eine Situation, dass dieses Bench-Abdul, wo übrigens auch Ihr Medienhaus beschuldigt ist, das muss man vielleicht auch einmal sagen, das kann es gegeben haben oder nicht, das haben die Gerichte zu klären. Wir haben eine Situation, dass alle sagen, dieses Instrument hätte erfunden ein Kanzler Faymann mit dem Staatssekretär Ostermeier. Finde ich mal die Verteidigungsstrategie der SPÖ. Also das Beinschab-Tool wird niemandem vorgeworfen, dass das der Faymann erfunden hätte. Na doch, die Beinschab sagt das in ihrer Einvernahme. Mir war doch bekannt, dass Einfluss genommen wird. Es wird vorgeworfen, dass die Kammer sehen, dass das mit der SPÖ, aber egal. Die Beinschab sagt das ganz klar. Mir war bekannt, dass auf Umfragen Einfluss genommen wird. Und sie zitiert. Aber gemeint ist die ehemalige ÖVP-Familienministerin Sophie Kammersin mit einem anderen Medium in den, wir sollten, wenn wir das schon sagen, sollten wir korrekt sein. Aber sie hat ganz klar gesagt, mir war bekannt, dass Einfluss genommen wird auf Umfragen und zitiert dann, ich lasse jetzt die Zeitung weg, sie zitiert dann Faymann, zitiert dann Ostermeier, einige andere auch noch. Und ich finde die Verteidigungslinie der SPÖ so interessant. Die SPÖ sagt immer, naja, aber wir haben selber bezahlt. Aber offensichtlich haben sie zugegeben, dass sie gefaked haben, sagen halt, wir haben selber bezahlt. Das ist ja ein skurriles Verteidigungsargument. Aber zu Ihrer Frage zurückkommen, Sebastian Kurz. Die Faktenlage ist ganz einfach die, dass es keinen Hinweis, kein Schriftstück gibt, dass der Sebastian Kurz dort involviert war, unmittelbar. Und das ist die Faktenlage. Es gibt keinen objektiven Beweis, dass er da stärker involviert war. Der Logik kann ich jetzt nicht ganz folgen, Herr Hanger, weil Sie berufen sich jetzt auf Aussagen von der Frau Beinschab, die Ihnen natürlich auch ehemalige Pressesprecher vom Sebastian Kurz verdächtigt, da dieses Beinschab-Tub entwickelt hat über diese Sophie Kammersin-Umfragen. Sie haben mich zum Sebastian Kurz. Gleichzeitig der Thomas Schmidt, der übrigens sich auch beruft auf Kammersin-Umfragen, die angeblich mit der SPÖ gestellt wurden. Da scheinen Sie den beiden zu glauben. Wenn es über den Sebastian Kurz geht, scheinen Sie nicht zu glauben. Also wieso glaubt man das eine und dann das andere nicht? Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Dingen, die man weiß und Dingen, die man glaubt. Und ich will primär über Dinge reden, die ich weiß. Und ich weiß, dass aus der Aktenlage, wie sie uns derzeit vorliegt, weit und breit keine Beitragstäterschaft von Sebastian Kurz erkennbar ist. Das liegt nicht am Tisch. Und das weiß ich. Was gesprochen worden ist, was ausgemacht worden ist, das weiß ich nicht. Das kann ich nur vermuten. Aber Sie wissen es auch nicht über Faymann und Co. Das meinte ich damit. Nein, ich habe nur gesagt, ich weiß, was die Frau Beinschab gesagt hat. Das weiß ich. Ob es tatsächlich so war, müsste man dann wieder die Frau Beinschab fragen. Ich habe immer nur, skurril finde ich, das Verteidigungsargument der SPÖ, die dann immer sagt, ja, aber wir haben selber bezahlt. Na schön, wenn man selber bezahlt, wenn es Fake-Umfragen sind. Aber Herr Hanger, es ist ja eh logisch, dass die ÖVP versucht, die SPÖ jetzt mit hineinzuziehen. Da hat Ihnen die Beate Meindl-Reisinger im Parlament in der Sondersitzung auch ausgerichtet, dass die ÖVP gerade versucht, alle irgendwie ein bisschen mit hineinzuziehen, um den Eindruck zu erwecken, es sind ja eh alle so. Und sie hat dazu gesagt, nein, wir sind nicht alle so.
schaden Sie damit nicht dem gesamten politischen System, wenn da jetzt versucht wird zu erklären, es sind alle so? Nein, ich erkläre das auch nicht, sondern mir ist es ganz wichtig zu sagen, und ich bin der Erste, der diese politische Kultur, die wir derzeit im Nationalrat haben, die wir teilweise in Ausschusssitzungen haben, das gehört geändert. Wenn ich in meinem Wahlkreis unterwegs bin, komme gerade heute früh von einer Sitzung mit meinen Funktionären auf kommunaler Ebene, das ist die Hauptbotschaft, die sie mir mitgeben, hört doch endlich mit dieser Streiterei auf. Wir haben andere Probleme im Land, die es zu lösen gilt, da bin ich der Erste, der dabei ist. Aber was ich auf der anderen Seite nicht zulassen kann, ist, dass pauschal permanent die ÖVP angegriffen wird. Es wird immer von der ÖVP gesprochen. Wer ist die ÖVP? Das sind hunderttausende Funktionäre auf kommunaler Ebene, das sind viele honorige Persönlichkeiten auf Landes-, auf Bundesebene, die hervorragende Arbeit machen. Und ich lasse diese pauschale Verurteilung nicht zu, betone aber auch, durchaus ob selbstkritisch, wenn es hier vereinzelt in einem bestimmten Umfang zu Fehlleistungen gekommen ist, wie beim Thomas Schmidt, das wissen wir mittlerweile, dann ist das abzulehnen und die Personen haben die Konsequenzen zu ziehen und das auch das Strafrecht mit aller Härte zuzuschlagen. Bin auch dafür, für Politiker müssen auch höhere moralische Ansprüche gelten, unbestritten, für alle Parteien übrigens, aber ich lasse nicht zu, dass die ÖVP pauschal verurteilt wird, die besteht aus unglaublich vielen engagierten Funktionären, die mit viel Herzblut für Österreich arbeiten und diese alle gemeinsam zu diskreditieren, das werde ich weiterhin verteidigen. Mhm. Das ist ja auch legitim. Danke. Ich glaube, dass niemand eigentlich sagt, die gesamte permanent. ÖVP. Man sagt immer, die ÖVP ist korrupt. Gut. Schwachsinn. Also zumindest in der medialen Berichterstattung passiert das nicht. Also dass Ihre politische Konkurrenz das macht, so wie Sie es gegen Ihre politische Konkurrenz machen, nein, ist was anderes. Ich spreche immer vom Herrn Faymann, der das erfunden hat, hat ja der Christian Kern bestätigt. Gut, also wenn Sie, das finde ich gut, dass jetzt der Christian Kern Ihr Testimonial ist. Ja, Sie kennen das ZIP-2-Interview, oder? Da hat er ganz klar gesagt, Inseratenvergabe ist eine Erbsünde der SPÖ. Ich kenne auch die Tweets vom Christian Kern. Ich weiß, dass Sie ihn richtig zitieren. Grundsätzlich ist es aber so, dass man sagen muss, Sie haben es jetzt angesprochen, moralisch gelten auch andere Regeln für die Politik. Da hat man aber nicht immer den Eindruck. Da hat man schon den Eindruck, dass die ÖVP eigentlich die Grenze tatsächlich beim Strafrecht zieht. Und da würde ich Sie gerne noch einmal fragen, verstehen Sie den Unterschied zwischen legal und legitim und dass die Optik derzeit, und niemand redet von der ganzen ÖVP und allen Funktionären, weil das wäre auch zutiefst unfair, aber verstehen Sie, dass die Optik da mehr als horribel ist? Ja, zu 100%. Also ich teile diese Einschätzung und das Bild, das wir alle gemeinsam abgeben, und da nehme ich mich persönlich gar nicht aus und da nehme ich auch meine Kolleginnen und Kollegen nicht aus. Aber wenn wir das verändern wollen, müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten. Es kann ja nicht so sein, dass ich ungerechtfertigte Angriffe entgegennehmen muss und dann spricht man wieder von der ÖVP das. Und wenn ich mich dann wehre, dann kommen wir halt immer in dieses Fahrwasser einer unmöglichen Diskussion, die übrigens keiner braucht. Wir kommen da keinen Schritt weiter. Wir brauchen ganz einfach eine andere politische Kultur. Wir müssen wertschätzen, wir müssen respektieren die Meinung des anderen viel mehr. Wir müssen genauer hinhorchen. Ich komme gerade aus dem Budget-Hearing. Da sind unterschiedliche Experten mit unterschiedlichen Ideologien da, ihre Sicht der Dinge. Das war sehr angenehm, diese parlamentarische Debatte zu erleben, weil man hinhört. Und wenn man genauer hinhört, auch wenn man eine Meinung nicht teilt, kann man respektieren, dass das eine gute Meinung ist und dass das gute Argumente sind, auch wenn es nicht die eigenen sind. Mhm. Und in diese Richtung müssen wir sicher ganz stark arbeiten. Aber Herr Hanger, ich versuche zum Abschluss es noch einmal. Ich verstehe, dass Sie jetzt die gesamte politische Kultur ansprechen und das stimmt auch. Es sollten sich auch alle zusammentun, aber sollte da nicht einmal die ÖVP als allererste für sich selber einmal das Ganze richtig klären und versuchen, das auch für sich selber wirklich sauber zu lösen, statt zu sagen, alle anderen sind böse? Nein, noch einmal, ich bin durchaus bereit auch zur Selbstkritik, zur Selbstreflexion. Es liegt ja auf dem Tisch, dass nicht alles hundertprozentig richtig passiert ist. Ich lehne das ab, da kann man auch Dinge besser machen, überhaupt keine Frage, aber diese pauschale Verurteilung,
die weise ich zurück, weil das ich für meine Wertegemeinschaft nicht akzeptieren kann. Aber Selbstkritik ist auch angebracht, keine Frage. Gut, dann versuchen wir es so. Dankeschön, Andreas Hanger. Dankeschön fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es dann mit einem Kollegen von Andreas Hanger weiter, der es, glaube ich, ganz anders sieht, nämlich mit dem SPÖ-Fraktionsvorsitzenden im Urschuss, Jan